Also, herzlich willkommen, Magnus. Ich stelle ihn kurz vor, viele von Ihnen kennen ihn natürlich. Professor Dr. Magnus Resch ist, ja, was bist du eigentlich, dachte ich mir, Unternehmer, Autor, Forscher, Professor für Kulturmanagement, du lehrst an der Yale-Universität, bist Bestselling-Autor, hast studiert an den großen Universitäten auf der Welt, Harvard, St. Gallen, LSI, London School of Economics. Dann hast du mit 20 schon eine erste Galerie in der Schweiz gegründet, um auch das Studium zu finanzieren und warst 2012 Mitbegründer von der bekannten Larry's List, diese Liste, wo alle großen bekannten Sammler vereint sind und die man dann nachschlagen kann, kostet auch ein bisschen was. Dann hast du die Magnus-App gegründet. Leonardo DiCaprio ist dir auch im Leben begegnet, ist dein Investor und Berater und insofern bist du auch unterwegs in der Welt der Großen, Reichen und Schönen. Aber das Wichtigste hast du jetzt in der Vorstellung vergessen. Und zwar? Ich bin ja auch ein Internet-Mem. Ein Internet-Mem. Sag zwei Worte dazu. Ob ich Lust habe, darüber zu reden, I doubt it. Stimmt, natürlich. Ja. Da wollte ich ganz am Schluss noch drauf kommen, ja. Aber gut. I doubt it, das sollte man, dafür ist er ja eigentlich wirklich viral bekannt geworden. Wo er da, warst du auf dem Snowboard oder auf Skiern? Ich kriege jeden Tag eine Message, wo Leute mich das fragen, ob ich Skifahren war, Snowboarden oder Rodeln. Ich sag's einfach nicht. Okay, gut, auch vernünftig, das umfasst alle Sportarten. Also er fährt, sag ich jetzt mal, da durch die schöne verschneite Landschaft. Und Lech, Lech im Arlberg. Lech, ist ja auch besonders schön. Und wo er sozusagen einen in der Kamera angrinst und fragt, so geht's euch eigentlich auch so gut wie mir gerade? Und er sagt bloß, I doubt it. Das lassen wir jetzt mal weg, denn wir wollen über Inhalte sprechen heute. Und zwar über dein neues Buch. Danke. How to become a successful artist. So, die Frage, ich weiß nicht, wie viele Künstler hier anwesend sind, die das dann nachher direkt anwenden können. Da ist schon jemand, ja. Da sind wir jetzt mal gespannt, von dir dazu zu hören. Und du erklärst in diesem Buch Künstlern und, also Künstlerinnen und Künstlern genau, wie sie ihre Werke am besten präsentieren und verkaufen können. Online, offline und so weiter. Gibt es das mit Fakten, Zahlen und anderem. Und das Ergebnis muss eigentlich sein, wenn man das Buch gelesen hat und am Ende noch deine Akademie besucht hat, das könnte man vielleicht auch noch nachher etwas einfügen, dass man eigentlich dann durchstartet. Aber wie kam es eigentlich dazu? Warum hast du das Buch überhaupt geschrieben? Was war der Anlass? Weil du, also du hast ja schon mal ein Buch geschrieben, vielleicht vor 6 Jahren, wie du hier warst, ging es über... 6 Jahre ist das schon, ja. Das ist schon, ja, 6 Jahre. Damals ging es um Management von Kunstgalerien, wie man ein erfolgreicher Galerist ist. Jetzt geht es um die Frage, wie man ein erfolgreicher Künstler wird. Ich freue mich auf dein Buch über erfolgreiche Auktionatoren. Das kommt auch, spannend. Ja. Ich habe schon ein nächstes Buch in Planung. Da spreche ich über, da geht es um, wie man erfolgreich eine Sammlung startet. Weil wenn ich mich hier umschaue, sind ganz wenige Künstler da. Und ihr werdet alle wahrscheinlich nicht mein Buch kaufen, ja? Aber ihr werdet mein nächstes Buch kaufen, nämlich wie man eine Sammlung startet. Da freue ich mich auch. Dauert es wieder 6 Jahre? Nee, ich war super aktiv in der Zwischenzeit. Gut. Ich habe noch 100 Secrets of the Art World geschrieben. Stimmt. Ja. Mit Thomas Girst zusammen. Was super lief, wo wir 100 Geheimnisse der Kunstwelt aufgelistet haben. Und dann habe ich noch ein paar andere Sachen gemacht. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Also einmal einen Applaus, oder? Danke. So. Danke. Ich bin ganz glücklich, wenn ich in München komme, hier bei Karl und Faber reden zu dürfen, weil das ist natürlich das beste Auktionshaus in München und Deutschland ist. Ah, sehr schön. Das war nicht schon vorab abgesprochen, aber die Worte waren gut gewählt. Sehr schön. Tausend Dank. Du hast mal gesagt in einem Interview, du willst den Status quo der Kunstwelt nicht akzeptieren und willst was verändern. Und deswegen auch nochmal wieder zurück zum Buch. Ist das einer der Gründe, warum du das Buch verfasst hast? Siehst du dich als eine Art Erlöser unserer Zunft sozusagen? Ja, total. Ja, ja. Also, ja. Aber jetzt ein bisschen... Warum ich das Buch geschrieben habe, ist... Mein erstes Buch, Management von Kunstgalerien, basierte auf meiner Doktorarbeit. Aus einem ganz praktischen Grund. Ich habe eine Galerie gestartet, als ich 20 war und relativ schnell gemerkt, dass ich nicht so erfolgreich war damit. Aber andere haben richtig viel Geld gemacht und ich irgendwie nicht so viel. Ich habe vielleicht 500.000 damit gemacht, aber es gab halt die anderen Galerien, die richtig viel Kohle gemacht haben. Ich wollte verstehen, wie geht das?
Und weil mir das niemand erklären konnte und diese erfolgreichen Galerien sowieso mir es nicht erklären mochten, habe ich darüber meine Doktorarbeit geschrieben und das dann in einfachen Worten zusammengefasst in einem Buch für Galerien, was heute das Go-To-Buch ist, wenn man eine Galerie startet. Meine Herangehensweise an dieses Buch war sehr akademisch. Ich habe einen großen Datensatz gesammelt über Galerien und die ausgewertet. Ich habe meinen Doktor in Ökonomie gemacht und basierend darauf das Buch geschrieben. Der nächste logische Schritt für mich ist, nachdem ich mir die Galerien angeschaut habe, was ist eigentlich mit den Künstlern? Und hier habe ich genau den gleichen Ansatz gemacht, nämlich einen riesen Datensatz gesammelt, halbe Million Künstler und deren Ausstellungen analysiert. Es hat 3 Jahre gedauert, zusammen mit dem wichtigsten Data Scientist der Welt, Laszlo Barabasi. Und haben diese Daten ausgewertet und geschaut, warum verkaufen eigentlich ein paar Künstler für richtig viel Geld und andere für ganz wenig. Die Erkenntnis und der Grund, warum das so ist, findet ihr in dem Buch, was ihr für 25 Euro kaufen könnt. Deswegen sollten wir es auch stoppen hier. Ja, genau. Vielen Dank. die Erkenntnis davon war, wir haben das publiziert, das Paper in Science Magazine, das wichtigste akademische Journal der Welt. Was wir da darstellen, ist eine Map, eine Karte, wo wir zeigen können, dass der Erfolg eines Künstlers, also der finanzielle Erfolg, darauf basiert, in welchem Netzwerk er ist. Also die Methodology, die wir angewandt haben, um diese Daten zu analysieren, nennt sich Network Science. Das ist ähnlich wie der Google Search Algorithmus funktioniert. Also man identifiziert, wo stellen die Künstler aus und welche Künstler stellen aus und versucht, Gruppen zu identifizieren. Herausgefunden haben wir, dass es nur ein zentrales Netzwerk gibt, was den Erfolg eines Künstlers festschreibt. Und das ist ein kleines Netzwerk von Galerien und Museen in New York. Also man muss in New York sein als Künstler, um wirklich in diese Top-Gruppe, von wie vielen Künstlern sprechen wir eigentlich? Also von wie vielen Künstlern schaffen das in diese erste Liga rein? Na, wir haben eine halbe Million Künstler untersucht und in der ersten Liga sind 200, vielleicht 100 Künstler. 25 Künstler machen 50% des Gesamtumsatzes im Kunstmarkt aus. Also wir sprechen wirklich von einer Pyramidenform, wie der Künstlermarkt aufgebaut ist. An der Spitze sind ein paar wenige, die extrem viel verdienen und dann kommen alle anderen. Das ist ähnlich wie im Golf oder Tennis. Die Top 10 Tennisspieler verdienen Geld. Aber wenn du die Nummer 15, überleg mal, die Nummer 15 der Welt, also ein echt guter Tennisspieler, verdienst du nicht genügend Geld, du verdienst gerade so viel, dass du dir deine finanzieren kannst. Und wenn du die Nummer 50 bist, was ich ja schon echt super finde, ne, der 50 beste Tennisspieler der Welt, da werden wir alle nie hinkommen. Der ist schon am Kämpfen, dass er da seine Ausgaben hat. Und im Kunstmarkt ist es sehr identisch. Eine kleine Gruppe von Männern, hauptsächlich Männern, immer noch, klar, macht den großen Markt aus. Das ist auch interessant, wenn man sich überlegt, ich werde jeden Tag von meinen Freunden gefragt, hey Magnus, soll ich den Künstler kaufen? In welchen Künstler soll ich investieren? Die sagen nicht kaufen, sondern investieren. Das ist eigentlich eine einfache Antwort darauf. Investieren in Kunst ist eine ganz schlechte Idee, solange du nicht in ein oberes Preissegment gehst, ja, über 500.000. Alles, was da drunter ist, ist kein gutes Investment. Da spielt man lieber Lotto. Gut, das ist ja schon mal recht ermutigend für die wenigen Künstler, die hier anwesend sind. Vielleicht ist ja 199 sind nicht hier von denen, aber vielleicht einer von dieser Top-Gruppe eines Tages. Aber dennoch nochmal zu deiner Motivation zurück. Also du schreibst dieses Buch eigentlich, ist es eher die Analyselust an unserem Kunstmarkt oder ist es wirklich, willst du den Leuten wirklich so einen Tipp an die Hand geben? Weil von der Logik her, wenn ich dir so zuhöre, selbst wenn die das jetzt durchstudieren und alles richtig machen, ist es doch eher frustrierend, weil die Wahrscheinlichkeit, in diese Top-Riege aufzusteigen, ist ja doch gering. Oder kann man sagen, es ist ja dann doch nicht so schlecht, zu den Top 1000 oder 5000 zu gehören. Es gibt Schlimmeres auf der Welt, da davon ja doch noch leben können, ohne dass man jetzt mit Porsche und Villa dann gleich dann sozusagen sich bestückt. Du hast das wichtige Wort angesprochen, Frustration. Alle meine Künstlerfreunde fragen mich immer, hey,
Wie werde ich eigentlich erfolgreich? Nummer 1 Search auf Google, wenn man Künstler nach Künstler sucht, ist How to become a successful artist. Das ist Nummer 1, wie sagt man, Search Term. Total krass. Also Künstler wollen verstehen, wie sie Geld verdienen. Das ist auch die Nummer 1 Frage, die mir alle meine Künstlerfreunde stellen. Darauf konnte ich eigentlich nicht eine richtige Antwort bieten und wollte das genauer analysieren. Als Künstler ist es ja total frustrierend. Man arbeitet die ganze Zeit an etwas, was super emotional ist. Ich persönlich kenne es nur so ein bisschen von meinem Buch. Ist ja auch irgendwie persönlich, ne, so ein Buch zu schreiben. Und wenn es dann keiner kauft, ist es echt nicht cool. Und bei Künstlern ist es ähnlich. Die arbeiten ihre ganze Karriere daran, und wollen diese Aufmerksamkeit haben, die wollen den MoMA ausstellen, die wollen gesehen werden und die wollen verkaufen. Und die tun es nicht. Das Durchschnittseinkommen einer weiblichen Künstlerin in Berlin, Jahreseinkommen in Berlin, ist 10.000 Euro. 10.000 Euro, das ist total krass. Muss man sich's gut einteilen. Da gibt's ja, diesen, du lachst darüber. Da mich nimmt das total mit und ich möchte das ändern. Diese Frustration, die eine Künstlerin und Künstler haben, weil sie nicht verkaufen, das möchte ich denen erklären. Und meine Message an die ist sehr einfach. Es liegt nicht an eurer Kunst. Es liegt an allem anderen, aber es liegt nicht an eurer Kunst. Das heißt, in der Akademie lernst du immer nur, wie du malst. Die erklären dir nie, wie du gut verkaufst. Aber Moment, Entschuldigung. Also wir definieren den Erfolg jetzt erstmal rein materiell. Also auf die, also ist logisch, muss man auch, weil man muss ja oder möchte ja davon leben können, wenn man arbeitet. Nee, widerspreche ich dir. Aber es gäbe ja vielleicht auch noch andere Ansätze, Erfolg als Künstler zu definieren. Ja, also mein Publisher hat mir gesagt, wenn ich diese Buchpräsentation mache, muss ich eben auch ein bisschen aus dem Buch vorlesen, weil das erhöht die Wahrscheinlichkeiten, dass die Leute es kaufen. Also Seite 10. How to become a successful artist. So, du sprachst darüber, wie definiere ich eigentlich Erfolg? Gell? Mhm. So, in my opinion, the goals of an artist can be divided into 3 categories. Economic, Kohle, artistic and socio-ethical. Und dann erkläre ich die einzelnen Sachen. Ja, also economic ist wirklich Geld, ne? Gut verkaufen. Artistic ist weiteres Ziel, wo es eben nicht darum geht, wie viel Geld mache ich, sondern es geht darum, werde ich eigentlich angenommen von meiner Referenzgruppe? Zeige ich in den Institutionen, die mir wichtig sind, was ja im Kunstmarkt total wichtig ist, weil alle Künstler in Netzwerken denken und immer untereinander abhängen. Zeige ich in denen, schreiben die Leute über mich, die ich interessant finde? Und das dritte ist socio-ethical, was im Endeffekt bedeutet, arbeite ich sauber? Also arbeite ich zahle ich meine Steuern und so weiter. Etwas, was im Kunstmarkt ja auch ein Thema ist. Ich glaube, man kann nur dauerhaften Erfolg haben, wenn man einigermaßen clean arbeitet. Und so definiere ich Erfolg. Artistik hast du jetzt definiert als, wie man angenommen wird von seiner Crowd, von seiner Gruppe auch. Aber du gehst gar nicht auf das Thema Qualität ein, so gesehen. Ja, weil Qualität ist halt ein völlig falscher Begriff im Kunstmarkt. Qualität gibt es nicht. Es gibt keine gute Kunst und schlechte Kunst. Es gibt nur gutes Marketing und schlechtes Marketing. Bleiben wir beim Sport. Im Sport gibt es ganz objektive Kriterien, was Erfolg ist. Der schnellste Renner ist derjenige, der die 100-Meter-Linie zum ersten überschreitet. Der beste Golfer ist der, der am wenigsten Schläge braucht. Der beste Tennisspieler gewinnt Wimbledon. Sehr objektiv. Bei Kunst gibt es nur subjektive Kriterien. Es gibt keinen Grund, warum dieses Werk, das ich selber machen könnte und jeder von euch kann es auch machen, warum wird das jetzt verkauft und warum gibt es dafür einen Markt? Ja, ist das jetzt gute Kunst? Ist irgendwas, was hier hängt, gute Kunst? Ist der total subjektiv, oder? Ich finde das total... Jetzt nichts Falsches sagen, gell? Ja, ich finde das fürchterlich, aber ich finde Jorinde Vogt super. So, da sagst du, Jorinde Vogt, oh, total schrecklich, aber das ist gut. Ist also super subjektiv. Es gibt keine objektiven Kriterien. Also da ist ein Renoir, nur zur Erläuterung. Ja. Und wenn wir also in diesem subjektiven Bereich sind, dann übernimmt irgendwas anderes, was definiert, was gut ist und was schlecht ist. Und das ist das Netzwerk. Sogenannte Experten. Wir haben herausgefunden, dass es nur ein zentrales Netzwerk gibt, was wirklich Erfolg definiert. Und das sind eben diese New Yorker Galerien und die New Yorker Institutionen, die total eng aufeinander hängen.
Ich gebe euch noch einen weiteren Zahlenpunkt, um dieses Argument zu unterstützen. Das Guggenheim-Museum, was ja weithin anerkannt ist als relevantes Museum. In Guggenheim, um euch zu zeigen, wie eng die eigentlich verdrahtet sind, 90% der Ausstellungen im Guggenheim zwischen 2000 und 2013, 90% der Ausstellungen waren von Künstlern, die bei den gleichen 5 Galerien repräsentiert werden. Also stellen die Galerien und dieses und das Guggenheim-Museum, die gleichen 5 Galerien und das Guggenheim, sind quasi verheiratet und schieben ihre Künstler immer wieder ins Guggenheim. Und dann geht ihr alle hin, wenn ihr in New York seid und besucht das Guggenheim und eure Kinder müssen vor dieser großartigen Kunst stehen, dürfen es nicht anfassen, weil die Security Guards da sind. Und dann schreiben die ganzen Journalisten drüber und so weiter und das ist jetzt gute Kunst. Ich sage, es ist gutes Marketing. Eigentlich so ein bisschen wie so ein Kartell von der Idee her. Also du schaust, dass es so ein Closed Shop ist, du schiebst untereinander her oder, und jeder bestätigt den anderen letztendlich und damit muss man nur versuchen, eben in diese Gruppe einzudringen. Wie gelingt uns das? Was ist denn zum Beispiel ein naheliegender Ansatz, da ein bisschen näher an diesen Erfolg heranzukommen? Also man muss in New York sein, so das hatten wir vorhin schon mal gehört. Also das hast du in deinem Buch geschrieben, also was war das? Belgrad ist nicht optimal, habe ich darin gelesen, aber New York ist es. Auch selbst Berlin sei nicht gut, hast du geschrieben, zu meiner Überraschung. Ja, wir haben im Kunstmarkt ein total interessantes Phänomen. Ich spreche von Inselnetzwerken. Mhm. Es gibt das Holy Land, was in New York ist, Holy Land, und Inselnetzwerke. München ist zum Beispiel ein Inselnetzwerk, wo Künstler ganz viele Ausstellungen haben und denken, dass irgendwas passiert. Dann gehen sie vielleicht mal eine Ausstellung in London und so weiter. Sie haben also das Gefühl, dass sie busy sind. In Berlin genau das Gleiche, aber eigentlich steigen sie nicht im Preisniveau. Wenn man also Erfolg haben will, muss man in diesem New Yorker Netzwerk andocken. Und wie gesagt, wir sprechen hier von Erfolg, von wirklich großen Erfolg, zu den Top-Spielern gehören. In meinem Buch gehe ich darauf ein, wie man da reinkommt. Ja? Ich habe sehr praktische Vorschläge. Zum Beispiel Chapter 5, Galleries, Finding Representation. Wie kommt man also in Galerien, ja? In diese Top-Galerien rein? Was Künstler machen heute ist, die schreiben E-Mails. Die machen 2 Ansätze aktuell. Die schreiben E-Mails zu irgendwelchen Leuten in den Galerien, die sagen, okay, ich will jetzt zu, keine Ahnung, Gagosian, ja, Top-Galerie, Nummer 1 Galerie, und sagen, da will ich jetzt rein. Dann schreiben die E-Mails zu den Direktoren und so weiter. Oder die laufen in die Galerien rein mit ihrem Portfolio, so ausgedruckt, und geben das. Ihr glaubt, das ist oldschool? Es findet jeden Tag statt. Jeden Tag. Funktioniert natürlich nicht. Also wie komme ich in eine Galerie? Der beste Weg ist, und darauf gehe ich ein, dass wir sagen, okay, du kommst über die Künstler, die bereits von der Galerie repräsentiert werden. Also ich spreche in dem Buch mit... So eine Art Empfehlungsmanagement unter seinesgleichen sozusagen. Genau. Mhm. Ich spreche in dem Buch mit ganz vielen Künstlern, Top-Künstlern, wie, wen haben wir? Catherine Bernhardt oder Gregor Hildebrand oder Marilyn Minter, Tyler Mitchell, der Nummer 1 Most Hyped Artist, Photographer im Moment. Oder Oscar Morillo, der bei Zwirner ist und so weiter, und frage die, hey, wie seid ihr eigentlich da reingekommen? Und am Ende stellt sich immer das Gleiche raus, sie sind über irgendein Netzwerk in diese Galerie reingekommen. Nicht der Galerie-Owner haben sie angesprochen, sondern ein anderer Künstler hat sie empfohlen. Und das sind Ratschläge, auf die ich sehr konkret eingehe und eben auch beschreibe mit Case Studies. Also ich spreche eine Stunde lang mit Oscar Morillo nur über diesen Punkt, wie bist du eigentlich zu David Zwirner gekommen? Von einer kleinen Galerie in London, Carlos Ishikawa, wo er für $10.000 seine Werke verkauft hat, im August. Und im Dezember hat er eine Einzelausstellung bei Zwirner gehabt, im gleichen Jahr, und die Werke sind für 150.000 weggegangen. Oder Tyler Mitchell, ein ganz junger Künstler, 22 Jahre, schwarzer Fotograf, der gerade studiert hatte und einer großen Öffentlichkeit bekannt wurde, weil er für die Vogue, die amerikanische Vogue, das Cover geschossen hat mit Beyoncé und kurz danach Kamala Harris. Und dann in einer Ausstellung, in Einzelausstellung im International Center for Photography, und jetzt eine Galerie hat und so weiter.
Und den frage ich, hey Tyler, erklär mir das. Wie bist du da reingekommen? Wie ist die Vogue auf dich, 22-jährigen Typen, aufmerksam geworden? Und er sagt dann, hey, okay, ich habe eine Direct Message auf Instagram einem Typen geschrieben, dessen Musik ich cool fand, weil ich für den sein Musikvideo machen wollte. Und der wiederum war befreundet mit einem bei der Vogue. Und als wir dann dieses Musikvideo vorgestellt haben, war dieser Vogue-Typ da und hat mit dem angefangen zu reden. So, und irgendwann, als dann, wer schießt jetzt das Beyoncé-Cover, kam mal Tyler ins Gespräch. Also Zufall, schlicht und einfach, oder? Zufall, aber auch die Haas Brothers zum Beispiel, mit denen ich auch darüber spreche, sind sehr strategisch. Die haben sich die Köpfe von den wichtigsten Leuten, die sie kennenlernen wollen im Kunstmarkt, ausgedruckt und wussten genau, okay, mit denen müssen wir sprechen, weil sie mich dahin führen. Also Künstler wirken immer so und so weiter, aber die wirklich erfolgreichen Künstler sind sehr strategisch. Auch wenn sie darüber nicht sprechen. Ja, ich brauche immer so die ersten 20 Minuten, geben mir alle Künstler, mit denen ich gesprochen habe, so diese Marketing-Bullshit-Suppe. Ja, yeah, I do it for the love of art and it's all about the art and it's really the power of art and you know, it's great art, will find its way and eventually you get discovered, bla bla bla. Bei dem Wort Art kommt das Dollarzeichen sozusagen. Ja, und dann nach 20 Minuten, wenn du immer wieder die gleiche Frage, yeah, but how did you actually get to David Zwirner? Erzählen die dann, ja, okay, ich habe gemerkt, hier in London sind jetzt nicht so die wirklich guten Galerien. Wenn ich die Superstars kennenlernen will, die sind alle irgendwie in New York, die Galeristen. Also war es mir wichtig, dass ich irgendwie mein Netzwerk nach Amerika erweitere. Und da habe ich gehört, dass da so ein Typ ist, der eine Galerie in London hat und der kam zu der Academy. Und dann habe ich versucht, den zu treffen und jemand hat mich vorgestellt und so weiter. Also 20 Minuten, ich habe immer meine Uhr getimt, nach 20 Minuten konnten wir endlich, kamen wir zur Sache. Journalisten und die Art Historian, die covern halt die ersten 20 Minuten, völliger Bullshit. Eine weitere Erkenntnis. Zu Oscar Murillo noch 10.000 gegen 150.000 Dollar Unterschied. Jetzt muss man erstmal sagen, irgendwo muss ja sich der Zwirner denken, ja, die Kunst muss ja schon irgendwie dem Geschmack seiner Klientel entsprechen. Also Zwirner hat natürlich Leute, die er berät, die einfach eine ganz andere Kaufkraft haben als andere Galerien. Das muss man sagen. Deswegen kann er halt einfach auch mehr verlangen für dasselbe Ding. Er muss es übrigens ja auch mehr verlangen, er muss seinen Riesenapparat noch am Laufen halten. Also der brauchte diese große Marge, um solche Leute überhaupt durchschleusen zu können. Jetzt aber meine Frage, wie ist es denn, wenn es aus der Sicht von einem Zwirner so ein Künstler nicht so läuft? Ist man dann auch schnell wieder draußen? Ja, total. Also das ist ja das Interessante. Ich habe das auch erst realisiert, als ich mit diesen Leuten wie dem Oscar Murillo gesprochen habe. Wenn man sich die Liste von David Zwirner anschaut, da ist der Oscar eher so auf der Ersatzbank. Das ist wie beim Fußball, ne? Wenn du mal zum FC Bayern kommst, als junger Spieler, dann bist du toll, du bist beim FC Bayern, aber du spielst jetzt auch nicht sofort. Und dann kann es sein, dass du einfach wie der Nübel, gell? Einfach das ganze Jahr auf der Ersatzbank bleibst. Blöd gelaufen. Und dann im nächsten Jahr ist nicht mal mehr die da. Gell? Und dann willst du weg. Also es passiert ja, schau dir, gestern habe ich das Buch vorgestellt, deswegen bin ich auch so ein bisschen heiser irgendwie heute, ich weiß auch nicht. Gestern habe ich das Buch vorgestellt in Berlin, im Soho-Haus mit dem Martin Eder. Der war bei Hause und Wirt, also der war in der Champions League, aber hatte dann irgendwann das Gefühl, dass er so ein bisschen, dass er nicht im Zentrum steht und wollte halt mehr Aufmerksamkeit und ist dann von Hause weggegangen als seine Galerie, weil er einfach diese Aufmerksamkeit wollte. Er wollte die Nummer 1 woanders sein und nicht die Nummer 25. Also sprich, man ist so schnell draußen wieder drin, aber dann stellt sich noch die Frage, wie schafft man es überhaupt drin zu bleiben? Also irgendwo kommt es dann doch letztendlich auf den Inhalt oder die Art der Kunst an. Weil selbst wenn die Supermarketingmaschine eines Zwirner es nicht vermag, einen Künstler von Ersatzbank in die erste Reihe zu holen, muss es ja dann doch was anderes sein. Und dann sind wir dann doch vielleicht doch irgendwo dann doch bei der Kunst am Ende des Tages. Auch da widerspreche ich dir. Die Kunst spielt eigentlich keine Rolle. Aber was ist es dann? Das Netzwerk. Okay. Ja, scientifically proven. Mhm. Ich habe ja den, was Erfolg ist, habe ich ja definiert. Ja. Ich spreche da sehr lange drüber. Eigentlich die ersten 10 Seiten sprechen nur darüber, was Erfolg ist. Für mich ist es wichtig, dass den Erfolg, über den ich spreche, Success, bedeutet für mich eben nicht nur finanziellen Erfolg. Oscar Murillo, Sie sagten, hey, Oscar Murillo, okay, der ist preislich jetzt super hoch. Ja. Ist der jetzt für mich erfolgreich? Ja, der ist erfolgreich, weil er von einer Top-Galerie dargestellt wird und so weiter. Aber er wird auch in den richtigen Museen gezeigt.
Also Oscar Murillo, da widerspreche ich Ihnen, wird langfristigen Erfolg haben. Warum? Weil er in den richtigen Sammlungen ist und weil er in den richtigen Museen ist. Ich sage Ihnen noch was, die schütteln mir den Kopf. Ich glaube immer an Zahlen. Es gibt ja Leute, die glauben mir noch, dass die Erde flach ist. Ich glaube, sie ist rund, weil es wissenschaftlich bewiesen ist. Ich sage Ihnen noch was. Was uns total geschockt hat, war, wie undurchlässig der Kunstmarkt eigentlich ist. Das heißt, wenn man einmal in dieser Success-Schiene drin ist, von den richtigen Institutionen ausgestellt wird, bei den richtigen Galerien vertreten wird und das richtige Preisniveau hat, bleibt man erfolgreich. In den ersten 5 bis 10 Ausstellungen entscheidet sich, ob ein Künstler erfolgreich ist oder nicht. Es gibt von den 500 Künstlern, die wir uns angeschaut haben, nur 249 Künstler, die in einer schwachen Galerie angefangen haben und am Ende großartig geworden sind. Die Rags-to-Riches-Stories. Ja, weil immer wenn ich das sage, ja, es gibt die oben sind, dann kommt und die ersten 5 Ausstellungen sind relevant, zeigt immer irgendjemand auf und sagt, ja, aber ich kenne auch den Künstler und der war die ersten 10, 20 Ausstellungen, war das totale Loser und aus dem ist nichts geworden. Ja, diese Beispiele gibt es, aber es sind halt nur ganz wenige. Übertragen auf den Ausbildungsmarkt zum Beispiel bedeutet das, wenn du nicht in einer Top-Uni studiert hast, wirst du nie erfolgreich werden. Wir alle wissen, dass das Blödsinn ist. Gell? Du brauchst gar nicht studieren, um auch heute erfolgreich zu sein im Berufsleben. In der Kunstwelt ist es anders. Wenn du nicht die ersten 5 bis 10 Ausstellungen in einer von diesen erfolgdefinierenden Institutionen bist, dann wird es verdammt schwer. Aber nochmal zurück, so wie wir jetzt hier den Erfolg definieren, es ist finanzieller Art und auch und netzwerktechnisch. Also wie sehr bin ich im Netzwerk drin? Je besser ich im Netzwerk drin ist, umso erfolgreicher werde ich, weil ich an den richtigen Orten gezeigt werde. Über die Kunstrezeption haben wir dennoch nicht gesprochen. Also irgendwo, wenn wir nochmal daran glauben, dass auch Kunstkuratoren in Museen am Schluss weniger an das Marketing glauben, als dann auch wenn der Künstler, bis er ins Museum kommt, vielleicht über das Marketing dahin getrieben wird, aber um da nachhaltig wirklich gezeigt zu werden. Und jetzt definiere ich mal unsere Kunstmuseen dennoch immer als einen gewissen Qualitätsfilter über die Jahrzehnte und Jahrhunderte betrachtet, ist am Schluss doch die Frage des Kunstinhalts, der darüber bestimmt, was wirklich nachhaltig erfolgreich ist in Hinsicht auf die Rezeption, was nicht heißt, dass du als Künstler deswegen unbedingt dich besser nähern konntest. Also da merke ich schon noch immer noch eine gewisse Divergenz in der Erfolgsdefinition. Das lassen wir aber mal an dem Punkt, vielleicht können wir da nachher nochmal drauf kommen, weil ich weiß genau, wenn ich jetzt darauf rumreite, auf dem Punkt, dass wir da nicht weiterkommen werden. Aber gut, jetzt noch eine Frage. Wir merken, es ist schwierig mit den Galerien unter Umständen in diese Top 10 Galleries hineinzukommen. Jetzt stellt sich die Frage der Alternativen für einen Künstler und da möchte ich ein bisschen auf Social Media und Internet eingehen, was ja auch in deinem Buch einen gewissen Raum einnimmt. Ja. Wieder können wir es hochhalten. Und da ist die Frage, inwiefern kann man vielleicht auch diesen Closed Shop der Galerien erfolgreich umgehen, indem ich geschicktes Online- oder Social Media Marketing betreibe? Ist es eine echte Alternative für Künstler heute? Ja, man kann als Künstler heute ganz gut online verkaufen, online only, und keine ohne Galerierepräsentation. Das bedeutet aber nicht, dass die Galerien aussterben werden. Wir haben viel zu viele Galerien. Wir haben 20.000, von denen sind die meisten pleite. Die leben ja nicht lange. Ja, so Galerien, die bleiben 5 bis 7 Jahre da und dann war es das. 30% machen Verlust und gerade mal 20% machen einigermaßen akzeptablen Profit. Also eine Galerie zu haben, ist verdammt schwierig. Ich habe vor jedem Respekt, der das macht. Und ich glaube, Galerien sind extrem wichtig. Ja, nochmal, wir haben zu viele, aber Galerien sind extrem wichtig, weil sie filtern. Wir haben so viele Künstler, jedes Jahr verlassen die Akademien so viele Künstler und irgendwer muss mir als Käufer helfen. Ja? Jeder kennt das, ne? Wenn man auf so eine Messe geht oder so einen Akademierundgang, wird man ja überladen von Kunst. Ich möchte, dass da einer ist, den ich cool finde, den ich mag, der mir sagt, das sollst du kaufen. Und dann vertraue ich dem. Deswegen sind Galerien sehr wichtig. Ich bin großer Fan von Galerien und habe richtig Respekt vor jedem, der eine Galerie startet. Aber dennoch mit Online ist es doch nicht so toll aus der Sicht des Kunstkäufers oder Sammlers oder potenziellen Käufers, weil da ungefiltert die Kunst der Welt auf einen zumarschiert über die Social Media. Und da ist die Galerie dann doch wieder ein wichtiger Filter, so dass beides in sich ein gültiger Vertriebsweg ist, sage ich jetzt mal, auch ein Weg zum Erfolg. Wenn ich dir aber so zuhöre, ist der Weg über die Galerie dann doch der bessere. Ja, weil Galerien unter
Künstler machen häufig den Fehler, dass sie denken, wenn sie einmal von der Galerie repräsentiert werden, ist alles erledigt. Aber das ist halt falsch. Galerien haben 25, 30 Künstler repräsentieren die, sind meistens keine super Sales-Leute. Also mein Erfolg darauf zu setzen, dass so ein Galerist meine Sachen verkauft, ist sehr naiv. Ein Künstler muss heute Unternehmer sein. Das heißt, Galerie kann ein Distributionskanal sein, aber es gibt mehrere. Deswegen ist online total wichtig. Jeder Künstler sollte seinen eigenen Online-Kanal haben. In dem Buch spreche ich sehr konkret darüber. Also wie baut man eine Webseite? Ich sage genau, welche Plattform man nutzen soll. Ich sage sehr konkret, was auf so einer Webseite von Künstler sein soll. Instagram ist dann das nächste Chapter, 9.2. Ist es die beste Social-Media-Art, um jetzt als Künstler sich... Ja, total. Ja, also Instagram ist der virtuelle Place to be. Hier, 45% of art buyers regard social media as the most important channel for discovering and finding artists. Ich hatte da in dem Buch, was ihr auch sehen werdet, ist, ich habe ganz viele Interviews geführt, zum Beispiel hier, wo ich über Instagram spreche mit Amalia Uhlmann, das ist so die Künstlerin, die bekannt geworden ist, weil sie Instagram genutzt hat, um ihre mit ihrer Arbeit verwoben. Das ist so die erste Instagram-Künstlerin. Und habe mit ihr ein Interview darüber geführt, welche Relevanz Instagram heute hat und so weiter. Oder Kenny Schachter sagt hier, I answer every DM I receive and have found so many great people through Instagram who I then meet offline. Oder ich spreche mit Tim Bengel, ist ein deutscher Künstler, der ausschließlich über Instagram bekannt geworden ist. Und der sagt der erklärt in dem Interview, was wir geführt haben, was er postet, wie häufig er postet, um seine Follower zu increasen, aber gleichzeitig auch um zu verkaufen. Er sagt hier, I'm working on converting my follower base to buyers by selling lower priced editions at around $1,000. Ist auch ein interessantes Finding, ne? Pricing. Also viele Künstler haben dann irgendwie ein Instagram-Following, aber die monetarisieren das nicht. Wie kriege ich es also hin, dass meine 10.000 Follower, dass die zu Käufern werden? Es funktioniert am besten, wenn man den Preispunkt extrem gering hält. Hat sich bewiesen anscheinend für die meisten Künstler, die über Instagram sehr viel verkaufen. Also da eher in Editionen gehen, wenn ich dir da so zuhöre, zum niedrigen Preis und dadurch sozusagen eher über die Stückzahl dann erfolgreich werden. Ja. Jetzt muss man eins sagen, nicht jedem Künstler liegt es ja. Also eigentlich, wenn ich bin kein Künstler, aber ich könnte mir vorstellen, das Wertvollste, was ich als Künstler habe, ist vielleicht einfach die Zeit, die Ruhe und die Muße, mich mit meiner Kunst und dem, was ich schaffe, auseinanderzusetzen, ohne dass ich mir dauernd Gedanken über das Marketing machen muss. Also ist es so gesehen, dieser traditionelle Weg, irgendwie, ich habe da den Galeristen, der sich drum kümmert und ich möchte mich da als Künstler zurückhalten, nicht doch auch aus der Künstlersicht der bessere, weil ich mich wirklich fokussieren kann auf meine Kreativität, denn ohne Kreativität... Ja, total die romantische Oldschool-Vorstellungen. Irgendwo ein abgeschlossenes Atelier in einem Hinterhof, ja, im Hinterhof oder irgendwo auf dem Lande. Läuft wer rein und entdeckt mich und dann habe ich den großen Durchbruch. Das ist halt so ein Quatsch. Und das lernen die Künstler noch an den Akademien. Das ist das, was mich am meisten aufregt. Ich habe im Spiegel-Interview gesagt, alle Akademien sollten geschlossen werden, weil sie Künstler die Arbeitslosigkeit entlassen. Es gibt keinen Abschluss, der Masterabschluss, der in eine höhere Arbeitslosigkeit führt als der Kunstabschluss. Also studiere Kunst, werde arbeitslos. Also quasi. Warum ist das? Ja. Weil die nicht verstehen, wie du Geld verdienst. Ich war gerade in Düsseldorf am Rundgang an der Akademie und war total fasziniert, also da geht es ja darum, okay, das ist jetzt so die erste Ausstellung wirklich für die Künstler, ich möchte jetzt hier meine Sachen zeigen, Leute von außerhalb können die Akademie rein, dann mal was sich anschauen und dann kauft man was, ja, das ist so das Ziel von der ganzen Nummer. War mit so vielen Künstlern gesprochen und habe gefragt, ja, wie teuer ist denn das? Ja, unbezahlbar. So zwischen 5.000 und 8.000 Dollar, Euro. Sag ich, ja, okay, ich kaufe es für 4. So, wie kann man preisen, ne, 5.000 bis 8.000 Euro? Oder, ich weiß noch nicht, keine Ahnung. Ja, okay, dann kaufe ich das. Kannst du mir das irgendwie zuschicken oder kann ich das mitnehmen? Ich weiß nicht. Also wie kann es sein, dass Absolventen der Akademie, die 4, 5 Jahre lang studiert haben, keine Ahnung haben an ihrem Abschlusstag, wie man ein total simples Verkaufsgespräch führt?
und nicht mal auf die einfachste Frage, wie viel ist es, how much is it, keine Antwort finden können. Total verfehltes Studium. Weil nämlich es ein Irrglaube ist, zu sagen, das Ganze über Geld reden wir nicht. Weil so ist es ja an den Akademien noch. Über Geld reden wir nicht, das ist schmutzig, es geht ja nur um die Kunst. Irgendwer muss ja die Miete zahlen. Ja? 20 Minuten später kommt dann doch raus, wenn du mit den Leuten sprichst, es geht dann doch ums Geld verdienen. Ja klar, und dann hat die eine, habe ich ja irgendwie eine Arbeit gekauft, hat sie mir eine E-Mail geschrieben, ach, es war so viel Demand, der Preis ist gestiegen. Fand ich natürlich cool, ja. Habe dann auch den höheren Preis gezahlt. Die hat es begriffen. Die hat es irgendwie begriffen, ja. Worauf ich hinaus will, ist, dass die an den Akademien wird alles gelehrt, nur eben keine, nichts über, wie man eigentlich Kunst verkauft. Also eigentlich willst du mit deinem Buch auch erreichen, dass zumindest so ein kleines Einmaleins für die Künstler rauskommt. Also wenn ich diese Grundregeln wenigstens mal drauf habe, kann ich ein gewisses Maß an finanziellen Erfolg erzielen, weil natürlich geht es darum am Schluss, dass ich irgendwie mein Leben bestreiten kann. Und so klingt es jetzt, wenn ich jetzt so mal unsere halbe, dreiviertel Stunde resümiere, dass eigentlich das Zielsetzung des Buches ist, so, wie kriege ich zumindest so eine gewisse Grundbrummen rein als Kreativer, wie muss ich mich doch etwas anpassen an die Bedürfnisse des Marktes. Jetzt, wenn man das mal logisch weiterdenkt, jetzt wenn du jetzt 500.000 Künstler gibst, wenn jetzt 500.000 Copies da verkauft werden von deinem Buch, ja, dann haben wir ja wahrscheinlich einen totalen Zusammenbruch des Marktes, weil dann ein solches Überangebot über uns hereinbricht, dass wir das gar nicht mehr handeln können. Das habe ich natürlich häufig gehört, dieses Kommentar. Das ist so, also... Ich dachte, ich sei extrem originell, entschuldige. Nee, weil die... Versuch was wert. Es ist, ist natürlich verdammt schwierig. Ja, jeder weiß das. Es gibt eine... Warum ist es so schwierig? Weil diese Sachen umzusetzen, ist ja nicht trivial. Ja, passt auch nicht jedem. Und vor allem ist es schwierig, weil der Markt extrem gering ist, klein ist. Also die Nachfrageseite des Kunstmarktes schrumpft seit Jahren. Relativ dramatisch. Es gibt zu wenig Leute, die Kunst kaufen. Wir haben einen Rückgang auf der Nachfrageseite in den letzten 10 Jahren von 20%. Die Sammler sterben aus oder die bestehenden Sammler kaufen nicht mehr. Der Markt ist stagnierend seit Jahren. Der Gesamtumsatz des Marktes. Warum ist das so? Weil an der Spitze ein paar wenige Künstler die Preise raufkatapultieren und da aber am anderen Ende deutlich weniger gekauft wird. Das heißt, es ist heute Künstler zu sein, selbst wenn man diese ganzen Sachen umsetzt, bleibt es verdammt hart. Ja, ähnlich wie beim Sport. Top-Tennis-Spieler zu werden, ist es verdammt schwierig und nur die Top 10 zählen wirklich. Also nur mal von den Zahlen her, also man schätzt so Pi mal Daumen, der Markt im Jahr umfasst 60 Milliarden Dollar ungefähr. Korrigiere mich bitte, wenn ich die Zahlen nicht ganz im Kopf habe. Und das hat sich in der Tat durch die letzten 10, 12 Jahre nicht verändert. Also das heißt, es gibt ja immer wieder neue Kunst, die hinterherkommt ja jeden Tag. Das heißt, andere Kunst wird natürlich irgendwie wertloser, weil sonst würde sich das natürlich nicht auf einem Niveau erhalten. Das ist eine Erkenntnis, die Sie aus der schlichten Zahl herausholen haben. Das Zweite ist, was du sagst, also wenn ich auch in unsere Sammlergruppe schaue, ich finde eigentlich schon, dass wir immer mehr Kunstkäufer haben. Also da verschiebt sich schon etwas. Aber es gibt vielleicht weniger, früher gab es halt mehr wirklich diese Adler, was glaube ich, also diese wirklich überzeugten Leute wie ein Professor Leopold aus Wien, die wie die Irren in der Welt rumfahren und schauen, jedes Schiele und Klimtblatt zu kaufen und zu erwerben und da wirklich eine gigantische Sammlungen daraus machen. Und ich erinnere mich, der saß hier, hat irgendwie für ein paar hunderttausend Mark dann auf irgendwas geboten und hat aber dann sein Butterbrot aus so einer Packung rausgeholt. Und das sind so überzeugt, solche Leute sieht man heute kaum noch. Aber die haben halt dann wirklich einen großen Teil des Marktes ausgemacht. Diese wenigen. Heute hat man eigentlich viel mehr so Gelegenheitskäufer, die sich ab und zu was kaufen und eigentlich eine ganz wichtige Gruppe. Und das könnte vielleicht die Rettung sein für die ganzen Künstler, die dein Buch lesen und dann natürlich auch Käufer haben wollen. Es gibt ja unglaublich viele Leute, die noch gar kein Kunstwerk gekauft haben. Also das ist ja, ich meine, es gibt immer mehr Geld auf der Welt, das muss man schon sagen. Es ist nur die Frage, wie erreiche ich diese Menschen und überzeuge die, dass es zu ihrem höheren Dasein vielleicht schön wäre, sich ein Kunstwerk zu kaufen. Ja, ich nenne sie die Rookies, also die nächste Generation sozusagen. Sprechen wir über das Pricing nochmal. Eine interessante Erkenntnis, ja, auf Chapter 8.2, How to Price Your Artworks.
heute, wie werden Preise kreiert eigentlich im Kunstmarkt, gerade in Galerien? Das ist immer so, also eigentlich gibt es keine Logik. Ja? Manchmal gibt es irgendwie, das ist jetzt die Größe, Breite mal Länge, mal irgend so ein Multiplier, keine Ahnung. Ja? Und dann je größer das Werk ist, desto teurer das Bild. Aber irgendwie ist es sehr random, wenig Logik. Ich gehe an diese andere, ich gehe da ganz anders dran. Ich sage, a good way to find the right pricing is to look at what buyers are willing to spend. Here are a few numbers to guide you. The majority of online buyers spends less than $5,000 annually. And 70% of artworks that are sold at auctions are priced or are sold for less than $5,000. Also was das bedeutet ist, dass $5,000 ist so wirklich der Threshold. Das heißt, wenn ich als Künstler Kunst verkaufen will, muss ich schauen, dass ich für ein untere, also in diesem Segment darunter eben was anbiete, weil da die Nachfrage existiert. Ganz noch ein Datenpunkt. Wenn ihr euch fragt, warum die Galerien alle Probleme haben und die Kunst nicht verkaufen, liegt es meiner Meinung nach an vielen Gründen, aber ein Grund ist, dass die Preise zu hoch sind. Nämlich der Durchschnittspreis in Art Galleries, the average price for a contemporary artwork in 2019 was $9,000. Also Galerien haben einfach zu hohen Preis, die Nachfrage ist nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Wobei man auch sagen muss, der Preis muss natürlich auch deswegen kommen, weil die 50%, die in der Regel an Galeristen gehen, müssen ja auch seine Miete und seine Angestellten und ihn auch finanzieren. Also wenn du es zu günstig machst, ist einfach zu wenig Marge da, um den Apparat am Laufen zu halten. Ja, aber da kannst du auch sagen, ich verkaufe lieber 3 Werke für 5.000 als kein Werk. Ja, oder noch besser 30 Werke für 5.000. Ein Künstler muss einen Einstiegspreis unter $5,000 haben, weil so lernen die Sammler oder Käufer ihn kennen oder die Künstlerin kennen und daraus kann sich mehr entwickeln. Mhm. Das sehe ich jetzt, der Chris Suko ist ein Künstler, den ich unterstütze. Ist immer die gleiche Geschichte. Sammler kaufen Editionen ja, zum Preis von um die $1,000 und dann kaufen sie die größeren Werke. Und das ist bei vielen anderen Künstlern ebenfalls so. Du sammelst ja auch so ein bisschen, habe ich irgendwo gelesen. Kaufst jetzt am liebsten die Künstler, die das beste Social Marketing machen, Social Media, weil du das total überzeugt bist? Oder gefällt. Kaufst du, weil die Galerie geil ist? Ich habe da oben jetzt schon wieder diesen Ruprecht-Geiger-Teppich gesehen, den ihr bitte nicht auf den steigern, weil ich den haben will. So, was kostet der? Ich glaube, 6. Was kostet die? 6.000? 6.000, super. Hier, da ist er. Ruprecht-Geiger, klasse, 6.000. Finde ich gut. So, ja. Hier ist noch einer, ne? Ruprecht-Geiger, Arbeit 8.000. Ich kaufe nur das, was mir gefällt, weil Kunst halt ein ganz miserables Investment ist. Das nimmt Ruprecht Geiger, habe ich auch so angefangen, so eine kleine Nummer für 1.000 Euro gekauft. Und jetzt finde ich den cool, jetzt bin ich bereit, mehr zu zahlen. Ich kaufe Kunst ausschließlich, was mir gefällt, weil ich genau weiß, dass es morgen nichts mehr wert ist. Mit der Kunst ist nichts mehr wert. Man muss in der Tat sagen, dass ich glaube, nur jedes 10. Bild, das ich in der Galerie, in der zeitgenössischen Galerie kaufe, dafür werden sie das Geld in der Regel nicht mehr kaufen. Ich spreche übrigens da gerne von der emotionalen Rendite, die wir übrigens auch noch haben. Das soll einem irgendwo auch gefallen und ich baue mich jeden Tag dran. Und wenn das so viel wert ist wie so ein Kaffee to go pro Tag, da kommt auch was zusammen über 5 bis 10 Jahre. Aber für die Kunst, die etablierte ist, sind die Regeln so ein bisschen anders. Da sind die Schwankungen auch etwas anders. Da gibt es aber auch immer wieder mal positive Überraschungen. Also du kaufst, was dir gefällt. Das finde ich auch extra den besten Ansatz. Und dir gefällt vielleicht auch das, weil du ja viel gesehen hast in deinem Leben, was ja doch vielleicht auch eine gewisse Qualität hat. Hoffe ich mal. Sonst würde es dir vielleicht nicht gefallen. Ja, ich finde, alle Künstler, die ich kaufe, sind die besten der Welt. Ja? Aber meine Freunde finden das vielleicht nicht so. Wichtigste Frage zuletzt, wenn ich an deinen YouTube-Auftritt denke. Wann warst du das letzte Mal Skifahren? Ja, jetzt gerade, vor 3-4 Monaten. In Lech? Nee, in Amerika. In Vail wahrscheinlich. Ja. Ja, schau her, wo man halt so ist. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, bitte. Also, aber vielen Dank. Toll, dass du da warst.